Schwindelfreiheit ist Voraussetzung für den Job, die die Mitarbeiter der Firma SL Naturenergie aus Gladbeck an der Windradbaustelle in Lavesum brauchen. Dort wird gerade eines der hohen Enercon E115 Windräder mit 200 Metern Höhe aufgebaut. Wir machen hier ein Repowering, das heißt, an diesem Standort gab es vorher ein anderes Windrad. Das haben wir abgebaut, komplett das Fundament entfernt und bauen jetzt eine neue Anlage, die doppelt so hoch ist. Das heißt, wir haben eine Nabenhöhe von 149 Metern. Die Rotorblätter, die direkt hier neben uns liegen und gleich gezogen werden, sind 56 Meter lang. Das ist mit einer der höchsten Anlagen, die wir bauen, die auf dem Markt sind. Das ist eine Enercon 115. Das ist auch der Marktführer Enercon. Und das ist mit so die größte Anlage. Es gibt noch eine Anlage, die ist noch größer als die 126, aber da reden wir dann um über ein paar Meter, die höher ist. In den letzten Tagen wurden die drei 56 Meter langen Rotorblätter mit Spezialfahrzeugen angeliefert. Jetzt sollen sie in die Höhe gehievt und an der Rotornarbe montiert werden. Jedes Rotorblatt wird mit 120 Schrauben befestigt, eine Arbeit für Spezialisten. Die sind natürlich windanfällig, das sollen die ja auch hinterher sein, damit die durch den Wind Strom generieren sozusagen. Und darum müssen wir jetzt schauen, wie ist die Wetterlage, weil die gleich mit diesem großen Kran hochgezogen werden. Aber Wetterlage sieht gut aus, wie Sie es auch sehen, es ist relativ windstill, deswegen machen wir das auch heute. Man muss sagen, die Leute müssen Erfahrung haben. Das heißt, diese Crew, die hier baut, die weiß ganz genau, wie reagiert denn überhaupt so ein Rotorblatt, wenn ich das hochziehe. Was muss ich beim Kran beachten? Das ist wirklich dann auch so kleine Stellschrauben, wie ich sehe, wie bewegt sich das, wo muss ich gegenhalten. Also das ist schon, da sind auch wieder Profis dran, die ganz genau wissen, wie das geht. Die müssen Erfahrung haben. Das erste Rotorblatt wird hochgezogen. Es ist zusätzlich mit Halteseilen befestigt. In 159 Metern Höhe erwarten die Techniker das Bauteil zur Montage. Millimetergenau wird das Rotorblatt in die Narbe eingeschoben. Man redet immer davon Nennleistungen, das sind 3000 kW. Da können wir im Jahr ungefähr ca. 2303 Personenhaushalte mit versorgen. Die Anlage soll Ende des Monats ans Netz gehen. Das neue Windrad soll 10-mal mehr Energie liefern als die alte Windenergieanlage.